So, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde LoiFacts. Heute decken wir wieder ein paar Fakten rund um League of Legends und deren Entwicklern auf. Doch vorweg, der Fake Fact von letzter Woche. Und zwar ist es der, ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer das war. Jedenfalls, dass Warwick's Ulti angeblich in der Beta doppelte Reichweite hatte, wenn er seinen Gegner gewittert hat durch seinen E. Das ist ja totaler Quatsch, ja? Da könnte er von der Midlane von einem Tower zum anderen springen, so ungefähr. Was ist los mit euch? Das hat nur einer gesagt. Nur einer. Erster Fact. Victor heißt auf Englisch auch Sieger. Wenn man allerdings dauerhaft unter den 5 am wenigsten gespielten Champions rumgammelt, hört sich das für mich nicht sehr siegreich an. Außerdem verliert er zu einer höheren Wahrscheinlichkeit. Im Cinematic-Trailer von Dominion sieht man Teemo das einzige Mal mit offenen Augen. Obacht, überall sonst hat er nämlich die Augen immer zu. Und dann hat es auch noch nötig, die Leute immer zu blenden. Arschkrampe! Jayce Mercury Cannon Hammer, auch abgekürzt MC Hammer, ist eine Anspielung auf MC Hammer. Außerdem tanzt er auch wie MC Hammer. Fact 4. Trash nahm in einem spannenden Gefecht gegen Lucian und seine Frau die Seele eben jener Frau gefangen durch einen fiesen Trick. Ja? Weil der Lucian hat geheult, der hat gar nicht mehr aufgehört, hat der. Schlimm war das. Er nimmt die einfach gefangen, die Seele. Die Seele. Da hätte ich auch geheult, ey. Auf dem PBE-Server, also dem Test-Server, gab es Ende 2013 einen Bug, mit dem man mit Yasuo einen unangezeigten, undurchdringlichen Schild hatte. Man bekam nur Schaden durch Towerschüsse und Vasallen. Ich weiß nicht, wer das aufgedeckt hat. Das muss, aber ist ja interessant, ne? Ist ja interessant. Mundo ist schrecklich verliebt in Vayne. Bei ihrem Valentins-Skin sieht man sie mit einer Liebeskarte von Mundo in der Hand. Mundo selbst liegt im Hintergrund am Boden mit einem Strauß Rosen in der Hand. Erschlagen von einem Herzpfeil. Also traurig. Wenn Liebe nicht erwidert wird, das ist so traurig. Er wollte auch nur einmal geliebt werden. Einmal. Nur weil er fett ist und hässlich. Es gibt auch innere Werte. Innere. Oh, das war gut, ey. Ich hab wirklich was geholt. Alter. Ah, nimmt mich ganz schön mit hier, Freunde. Ganz schön. Das alle. Gragas braut sein Bier Greggy Ice, was auch schon durch den Brodav-Skin bekannt wurde, aus den feinsten Quellen im Freylord, also da, wo Ash haust, ne? Der Junge kann ja nicht betrunken werden, deswegen macht er auch so eine Sache, um ein echt krasses Bier zu brauen. Ja, er sucht übrigens immer noch nach Zutaten, weil der wird halt immer noch nicht hackevoll. Aber er versucht es weiter. Bester Mitarbeiter. Au, ich habe mich gerade gestoßen. Der Überraschungsparty-Skin von Fiddlesticks erschien am 27. Oktober 2011 zum zweiten Geburtstag von League of Legends. Fiddlesticks heißt ja auf Deutsch übersetzt auch unter anderem Pustekuchen. Passt ja dann. Party, Kuchen, Kerzen auspusten. Versteht er? Varus war bei vielen römischen Persönlichkeiten ein Kognomen. Ein Kognom ist der dritte Namensbestandteil der römischen Namensgebung. Und somit quasi der Vorgänger des Nachnamens. Ja? Ein bekanntes Beispiel, Publius Vinstilius, ja, Feldherr der Legionen der Römer im Teutoburger Wald, weißt du, Schlacht im Teutoburger Wald, ne, kennt er ja, oder? Wurde unter anderem auch Varus-Schlacht genannt, ne? Geschichte 7. Klasse, ihr Noobs. Hand of Blood, neuer Klassenlehrer. Dies ist der 100. LoiFact. Dies ist der 101. LoiFact. Sie haben gemerkt, dass uns die Ideen ausgehen! Das reicht jetzt aber auch.
Mann, ich habe das jetzt 15.000 Mal gemacht. Baron heißt eigentlich mit vollem Namen Baron Nashor. Nashor ist dabei der umgedrehte Name von Roshan. Und Roshan ist das bekanntlicherweise stärkste Monster in Dota 1 und 2. Also eine quasi Hommage an Dota. Im PC-Spiel Harry Potter und die Kammer des Schreckens leiht Cale Harry ihr Schwert im finalen Kampf, um ihn gegen den Basilisken zu unterstützen. Lange Zeit ist Cer, kurz nach der Gründung von Hogwarts, da ging auch Cale nach Hogwarts und lernte dort Godric Gryffindor, Gründer des Hauses Gryffindor, kennen. Wenig später wurden sie ein Pärchen und heirateten und als er dann starb, erhielt Cale sein Schwert und trat der Liga der Legenden bei. Sie überlebte die Jahrhunderte durch ihren Ulti. Und für Godric war er gerade leider auf Cooldown. Spirit Guard Udyrs Erzfeind ist Ao Shin. Ao Shin ist ein kommender Champion, der allerdings erst 2015 kommen wird. Ganz am Ende vom interaktiven Udyr-Comic sieht man Ao Shin, wie er sich riesengroß vor Udyr auftürmt. Wenn zwei Teams entweder Rengar oder Kha'Jix im Team haben und diese die 16. Stufe erreichen, kann ein Event-Duell ausbrechen. Wenn dann entweder Rengar Kha'Jix tötet oder einen Assist erhält, bekommt er Kha'Jix Kopf und hat dadurch quasi die Eigenschaften einer vollen Knochenzahnhalskette. Andersherum bekommt Kha'Jix die 4. Evolutionsstufe. Das war's auch schon wieder bei einer weiteren Runde LoLfacts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einen Comment da und ein Like. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.